Ja, Leute, was geht? Es ist schon fast wieder September und das bedeutet, bald geht die Uni wieder los. Egal ob in Präsenz oder doch wieder online. Sie geht wieder los und deswegen dachte ich mir, ich mache heute mal ein Video über meinen Studiengang, nämlich soziale Arbeit. Vor ein paar Wochen habe ich euch schon auf Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt, aber ich dachte, dass es vielleicht auch auf YouTube hier Leute gibt, die das interessieren könnte und deswegen mache ich heute nochmal ein richtig umfangreiches Video über soziale Arbeit studieren. Soziale Arbeit ist ein Studiengang, der sich aus zwei ehemaligen Studiengängen zusammensetzt, nämlich Sozialarbeit und Pädagogik. Deutschlandweit kann man an einigen Hochschulen, Fachhochschulen oder auch Universitäten soziale Arbeit studieren. Die Regelstudienzeit bewegt sich immer so bei 6, 7 oder 8 Semestern, wobei ich 8 wirklich noch nicht so oft gehört habe, aber 6 und 7 ist eher so gängig. Ich persönlich studiere an der EVH oder auch Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe mit Standort Bochum. Also ich studiere hier in Bochum. Mit meinen folgenden Aussagen beziehe ich mich auch immer wieder auf die EVH, deswegen wahrscheinlich ist dieses Video am sinnvollsten für alle oder am informativsten für alle, die auch an der EVH anfangen zu studieren oder dort schon studieren. Also herzlich willkommen. Und für die Leute, die irgendwo anders einen Studienplatz bekommen haben, ihr könnt ja trotzdem mal zuhören. Vielleicht ist auch für euch was Interessantes dabei, was ihr noch nicht wusstet. Vielleicht als erstes für alle, die den Bewerbungsprozess noch durchlaufen müssen, weil sie sich irgendwie jetzt erst dazu entschieden haben und dann vielleicht im nächsten Semester anfangen möchten zu studieren. Übrigens dazu, es wird nicht an allen Unis, Hochschulen, whatever, zum Sommer- und Wintersemester angeboten. An der EVH wird es aber zu beiden Semestern angeboten. Der Bewerbungsprozess sieht bei fast allen Unis, Hochschulen, Fachhochschulen relativ gleich aus. An der EVH ist es so, dass man auch noch ein Vorpraktikum nachweisen muss. Das muss mindestens 3 Monate lang gewesen sein und eben in irgendeiner sozialen Einrichtung oder in irgendeinem sozialen Bereich abgeleistet worden sein. Ihr könnt euch auch immer eure Bundesfreiwilligendienste oder FSJs anrechnen lassen. Dann könntet ihr theoretisch auch das Vorpraktikum weglassen, aber dann wird euch eben der BFD oder das FSJ nur als Praktikum angerechnet und das ist irgendwie doof, deswegen macht am besten beides. An der EVH kann man zum Beispiel quasi Pluspunkte sammeln und im Bewerbungsverfahren weiter nach vorne rutschen, wenn man Angehörige schon mal gepflegt hat oder gerade pflegt, wenn man schon Erfahrungen in dem Beruf hat oder wenn man schon eine abgeschlossene Ausbildung hat in einem Beruf, der irgendwie so ein bisschen angrenzt an den Fachbereich soziale Arbeit. Und für alle, die noch sehr unentschlossen sind und sich gerade erst angefangen haben, mit sozialer Arbeit zu beschäftigen, die fragen sich jetzt, okay, was kann ich am Ende des Studiums damit denn alles machen? Alles, was mit Menschen zu tun hat. Die Berufsauswahl bei sozialer Arbeit ist wirklich unglaublich riesig. Ihr habt wirklich viele Möglichkeiten. Ihr könnt mit kleinen Kindern arbeiten, mit Babys, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit alten Menschen. Also was das angeht, seid ihr wirklich gar nicht eingeschränkt. Ihr könnt im Gefängnis arbeiten, ihr könnt in der Drogenhilfe arbeiten, ihr könnt beim Jugendamt arbeiten, ihr könnt bei einer Beratungsstelle arbeiten. Es gibt da wirklich einiges, also macht euch da gerne mal schlau. Mir fällt jetzt schon nicht mehr ein. Aber bis ihr soweit seid, dass ihr euch erstmal auf einen richtigen Job als Sozialarbeiterin bewerben könnt, müsst ihr natürlich erstmal das Studium bestehen mit den Prüfungen, die es da eben so gibt. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was muss ich dafür machen? Was gibt es überhaupt für Prüfungen? Und ist es schwierig? Schaffe ich das überhaupt, das zu bestehen? Keine Sorge, Leute, ihr schafft das schon. An der EVH beträgt die Regelstudienzeit 6 Semester. Ihr könnt natürlich auch verkürzen oder euer Studium verlängern. Letzteres ist irgendwie gängiger, ich weiß auch nicht warum. An der EVH ist das Studium so aufgebaut, dass es nur 2 Klausuren im gesamten Studienverlauf gibt und das ist eine Rechtsklausur, beziehungsweise es sind 2 Rechtsklausuren. Ansonsten sind die Prüfungsformen meistens Hausarbeiten, Portfolios, Präsentationen, whatever. Vielleicht fragen sich jetzt auch manche, okay, kann ich mich denn in meinem Studium schon auf einen bestimmten Teilbereich spezialisieren? Jein, also zumindest an der EVH ist es so, dass ihr euch euren Stundenplan komplett selber gestalten könnt. Ich sag mal, wenn ihr euch auf Drogenberatung und alles, was so dazugehört, spezialisieren wollt, dann könnt ihr natürlich darauf achten, dass ihr die Kurse immer in diesem Themenbereich wählt. Trotzdem müsst ihr aber alle Module abschließen, die es eben gibt. Und es kann ja sein, dass nicht bei jedem so ein Kurs zu diesem Thema, was euch eben interessiert, angeboten wird. Deswegen, jein, also in manchen Modulen geht es nicht, aber teilweise könnt ihr euch schon da selber alles raussuchen und euch eben auch auf ein Gebiet einfach spezialisieren. Ein großer Teil des Studiums, zumindest an der EVH, ist auch ein Praktikum zu machen, beziehungsweise mehrere Praktika. Der Studienplan wurde jetzt ein bisschen angepasst. Ich musste noch 2 Praktika machen, die eine bestimmte Länge haben müssen. Jetzt ist es nicht mehr ganz so. Darauf wird auf jeden Fall auch großer Wert gelegt,
Und ich würde euch auf jeden Fall raten, diese Praktika auch zu machen und nicht nur zu sagen, ihr hättet sie gemacht, weil euch das auf jeden Fall nochmal in eurer Berufsidentität viel nach vorne bringt. Wenn ihr das Studium abgeschlossen habt, dann könnt ihr an der EVH, richtiges Werbevideo hier, auch noch weiter studieren. Und zwar könnt ihr entweder einen Master Management machen oder Gemeindepädagogik und Diakonie studieren. Das könnt ihr an der EVH verkürzen auf 2 Semester und dann habt ihr 2 Bachelor. Natürlich müsst ihr trotzdem nochmal eine Bachelorarbeit schreiben dafür, aber ihr habt es halt auf 2 Semester verkürzt. Gemeindepädagogik und Diakonie ist quasi so ein bisschen mehr kirchlich, ein bisschen mehr ist auch gut. Das bringt euch auf jeden Fall was, wenn ihr dann auch bei einem kirchlichen Träger angestellt sein möchtet oder wenn ihr einfach sagt, ey, diese Zusatzqualifikation möchte ich gerne haben. Ansonsten Master Management, ja, sagt irgendwie schon alles. Es gibt aber noch sehr, sehr viele mehr Masterstudiengänge, die sich dann auch auf verschiedene Teilbereiche spezialisieren. Also es gibt zum Beispiel auch Master, in denen man mehr so Psychologie und sowas macht. Ihr könnt auch in ganz vielen verschiedenen Ländern diese Masterstudiengänge absolvieren. Es gibt zum Beispiel in England auch einige Unis, die Masterstudiengänge in sozialer Arbeit anbieten. Also da könnt ihr euch überall quasi weiterbilden. Kommen wir auch schon zum letzten Punkt dieses Videos. Das ging irgendwie doch schneller, als ich dachte. Wie finanziere ich mein Studium, wenn ich kein BAföG kriege? So wie ich. Arbeiten gehen. Und das gestaltet sich zumindest, wenn ihr einen sozialen Nebenjob haben wollt, der wirklich zu sozialer Arbeit passt, eigentlich ganz easy, wenn ihr in einer etwas größeren Stadt wohnt, wo es solche Einrichtungen gibt, wo ihr euch halt bewerben könnt. Generell ist es so, dass in fast allen Einrichtungen irgendwie Studierende genommen werden, egal ob auf 450-Euro-Basis oder halt mehr. Müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Ihr könnt natürlich auch, keine Ahnung, bei DM oder so arbeiten, wenn ihr keinen Bock auf einen Job habt im sozialen Bereich. Aber das geht eigentlich immer fit. Ja, das war so ein kleiner Überblick über das Studium soziale Arbeit. Ich persönlich bin fast fertig mit meinem Studium. Ich muss noch die Bachelorarbeit schreiben und das war's. Leider. Wenn ihr noch spezifische Fragen habt oder ich nochmal mehr darüber sprechen soll, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich könnte auch gerne mal ein längeres Video machen, aber ich dachte so für die ersten Infos und so reicht das eigentlich. Oder wenn ihr anfangt an der EVH zu studieren und noch mehr darüber wissen möchtet, schreibt es auf jeden Fall auch gerne und besucht die Einführungswoche, Leute. Das ist das A und O und das öffnet euch die Türen zum Studium. Kein Scherz jetzt. Ich werde eure Tutorin sein, also seid auf jeden Fall am Start. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.